Und ja, es ist sehr spät. Ich rede wieder sehr, sehr leise, aber das ist auch okay, denn ich nehme ja eh wieder mit OBS gerade auf, ohne Audacity Audition, und passt das eh besser vom Ton her. Und ja, richtig klug. Und ja, es ist so, dass ich erstens nicht mehr ganz die Motivation zum Schneiden habe im Moment. Also im Moment nur, das wird sich wahrscheinlich wieder ändern. Und zweitens auch mir ein bisschen die Zeit fehlt, deshalb kleines Downgrade sozusagen von diesem Kanal für die nächsten paar Tage. Oder mal gucken, wie lange halt. Es wird nicht allzu lange sein, wahrscheinlich. Wahrscheinlich uncut alles. Vielleicht noch, also ich denke mal, ich werde trotzdem noch mit Audition bzw. Audacity aufnehmen, und damit sich die Mikroqualität natürlich trotzdem noch angenehm anhört. Aber im Moment, wie gesagt, keine Motivation zum Schneiden, keine Ideen vor allem, und keine Zeit. Tut mir leid, das wird sich, wie gesagt, schon ändern, aber das kommt später bald wieder dann zu. Ja. Ich denke mal, das wird jetzt eher niemanden interessieren. Also natürlich, mir ist aufgefallen, dass das Schneiden schon besser ankam, beziehungsweise auch mir selbst besser gefallen hat, wenn ich mir dann das Video angeguckt habe und mir gedacht habe, ja, du hast was geschafft. Aber ich muss halt auch noch was anderes schaffen, sozusagen, wenn man das mal so sagen darf. Und wenn ich jetzt vier Stunden am Stück schneiden würde, würde ich halt nichts anderes schaffen, außer dieses Schneiden. Und das möchte ich halt im Moment nicht. Ich denke mal, in den Ferien werde ich dann wieder ordentlich schneiden. Vielleicht werde ich da mal was dort produzieren. Aber jetzt ist gerade blöd. Auch jetzt, wo ich die ganze Woche krank war, schöner Zurückback, ist das ein bisschen blöd. Gut, dann wollen wir mal diese schlechte Laune ein bisschen aufheben und ein bisschen locker machen, ein bisschen schütteln, so. Schütteln vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall, ja, komm, ich hau noch ein Thema raus, das ich eigentlich in einem anderen Video ansprechen wollte, und zwar, ich hasse es, in Gruppen zu arbeiten, wenn man, das ist eigentlich wie in Minecraft. Wenn ich in Minecraft mit irgendjemandem, der scheiße ist, zusammenarbeite und der gewinnt dann wegen mir, dann ist das kacke. Ich spiele ja auch ein bisschen League of Legends, was heißt ein bisschen, ich glaube, ich habe heute den ganzen Tag durchgesuchtet. Ich spiele sehr aktiv League of Legends seit 3 Tagen. Und ja, da hat man natürlich auch Teammates, es sei denn, man macht jetzt ein Duell, aber das habe ich noch nicht gemacht. Und ja, ich bin der Meinung, dass da manche Menschen ein bisschen Nachhilfe gebrauchen könnten, was League of Legends angeht, bei Stufe 10. Und ja, dann ist es meistens so, ich nehme meinen heißgeliebten Master Yi, und also das ist ein Champion, also ein Charakter in diesem Spiel, für alle, die es jetzt überhaupt nicht kennen. Und ja, mache halt meinen Standard-Scheiß am Anfang. Und es läuft eigentlich ganz gut, bis wir dann in die Mittelgame-Phase kommen, wie es ja heißt. Und ja, da ist es dann meistens, oder also die letzten Spiele eigentlich so gewesen, meine Mates machen gar nichts. Und da hatte ich einfach nur mega Glück, dass die Gegner so scheiße waren, dass ich einen Triple Kill machen konnte. Das heißt, alle 3 von denen getötet habe, und dann konnte ich halt die Türme und sowas kaputt machen. Das versteht man jetzt einfach nicht. Jedenfalls gewinnt man halt, wenn man die Türme und die Nexus dann am Ende kaputt macht. Nexus ist so ein großer Kristall. Ja, und das Problem ist halt dabei, wenn die Mates daneben stehen und sterben, damit die Gegner stärker machen, weil sie sich halt von denen umringen lassen schon fast. Was ist das für ein Keine Ahnung, wie ich den geschafft habe. Dann ist das halt mega kacke. Und ja, solche Mates habe ich halt ziemlich oft. Ich hoffe, ich nehme auf, glaube ich. Ja, ich nehme auf, alles chillig. Ja, das ist halt schon mega kacke. Und das hatte ich jetzt halt schon ein paar Mal. Und jetzt hatte ich letztens mal wieder eine super tolle Gruppenarbeit, was ich ja auch, wie man vielleicht bemerkt hat, gut leiden kann. Ja, same hier.
Ich habe alles gemacht und meine Mates gar nichts. Gerade im Real Life finde ich das noch viel nerviger, als wenn man jetzt ein Spiel spielt. Ich meine, im Spiel gut. Ich habe halt den Vorteil dadurch, dass ich mehr level. Aber bei einer Gruppenarbeit in Real Life ist es halt so, die ganze Gruppe wird bewertet und nicht nochmal der Einzelne. Zumindest ist es bei meinen Lehrern so. Und ja, das finde ich irgendwie kacke. Gut. So viel zu dem Thema. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr von Gruppenarbeiten haltet. Wahrscheinlich seid ihr so der Typ, so, ich mache einfach gar nichts, ist ja eh einer da, der was macht. Scheiße, ich bin nicht gesprungen. Beziehungsweise ich habe auf Springen gedrückt, aber er ist nicht gesprungen. Ich wusste gar nicht, dass wir auf Platz 3 sind. Ich habe nicht darauf geachtet. Aber ist auf jeden Fall sehr angenehm. Mal etwas. Komm! Hey. Dimitri, Arsch, leck mich doch. Irgendwie so hieß es, glaube ich. Ich höre gar keine Schleichwerbung oder so. Goddamn, wie dumm bin ich. So. Ich habe keine Themen mehr. Die sind mir gerade ausgegangen. Deshalb machen wir jetzt das so wie Manuel. Wir springen einfach und regen uns über Sprünge. Oh, das war knapp. Und Leiter. Und bin ich komplett geistig zurückgeblieben? Haben meine Augen irgendeine Missbildung? Oh, geil. Eine Eisenbrust. Go! Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Oh, nice. Oh. Kuchen. Oh. Was ist das denn? Ist der schaffbar? Ja, egal, hat die einer das Goal gereached. Komm, die Kiste noch. Ach, Manu, egal. Ich habe so wenig zu essen. Das ist nicht so geil. Gut, natürlich Teams verbinden, weil ich keinen Spielpartner mehr um 1:30 finde. Ich glaube aber, ich bin einer von den besseren Equipten. So, komm. So, perfekt. Jetzt mal ums Essen. So. Ja. Das ist ja sehr so schön. So kann da hin. Naja. Nochmal was essen. Wo sind denn die alle? Gerade eben. Ah, scheiße, es ist der ge. Wie scheiße, der equipped ist. Der hat gereached. Und ich habe eine Eisenbrust. Ich habe besseres Equipment als er, aber er ist besser in Pi. Lol. Dieser Spawn war ja echt perfekt. Wie asozial. Ey, wie asozial ich gespawnt bin. Armer Sack, tut mir leid. Ein Like für den, bitte. Bitte. Gib mir ein Like. Gib mir ganz viele Likes. Ich will die Welt Likes haben. Ach, egal. Komm, den Berg hoch. Oh, Arsch, leck mich doch. Yo! Ist hier wieder jemand im Internet illegal unterwegs? Meins, meins, meins. Ah, ich habe sogar noch bessere Schuhe gefunden. Bin jetzt fast voll Iron, glaube ich. Okay, nochmal was essen. Alter, warum sind die alle so low equipped? Das war eine nice Angel-Kombo. Also diese eine zumindest. Do not have low ground Vorteil. No low ground for him. Oh, jetzt ist he sad. Komm. Okay, den haben wir. Kekse. So. Schade, ein Gold fehlt. Ich dachte, ich könnte mir einen Goldapfel craften. Ne, ich habe schon gesehen, aber vielleicht finden wir noch eins. Wir finden eins in dieser Truhe. Nein. Leck mich. Ja, das war richtig fair. Haut euch doch! Ich wollte gerade schon sagen. Die hauen sich einfach nicht, wollte ich gerade schon sagen. Aua, ich glaube, ja, das ist mein Tod.
Der hat keinen Pfeil mehr. Oh, ist das bitter. Das schmeckt bitter. Geil. Das Finale. Wir haben beide noch zwei Leben. Ich meine. Ja, das ist jetzt mein Tod. Oder auch nicht. Ich will ihm auf keinen Fall den Low Ground gönnen. Nein! Alter, ich wette, der hatte noch ein Herz oder so. Wir haben ihn viel besser gegeben. Aber dadurch, dass er halt den anderen hatte, war er wieder full und ich nicht. Warum sagt er jetzt GG? Hey, wo ist der? Da drüben. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Nein, ich habe erst noch verloren, ich Idiot. Oh. Ich wollte meinen Pfeil erst benutzen. Nicho, lol, er nimmt auch auf. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.